Herzlich willkommen bei Hallo Schuster und dies ist jetzt Teil 3 meiner Serie über Diabetikerfüße. Und ich muss gleich von vornherein sagen, Leute, wenn ihr etwas nicht abkönnt, wenn euch irgendetwas eklig vorkommt, dann solltet ihr jetzt hier aufhören. Das meine ich im Ernst. Das, was ihr zu sehen bekommt, das sind Dinge, die wirklich einen starken Magen erfordern, weil wir sind jetzt in der Tiefe der handwerklichen Schuhmacherkunst, Orthopädie-Schuhmacherkunst, und da sieht man dann Sachen, die wirklich nicht schön sind. So, also, nachdem wir jetzt ja unter uns sind, schaut mal hier, was passiert dann. Was hat das Ganze jetzt, warum sage ich das? Also, Thema Diabetiker, und jetzt sind wir einmal bei dem Punkt, wo es dann dazu gekommen ist, dass einem Diabetiker ein Teil des Fußes oder mehr als die Hälfte des Fußes amputiert werden musste. So, und das wird ja in Deutschland in hervorragenden Kliniken gemacht. Es werden in den Kliniken werden Standards gesetzt, in speziellen Diabetikerkliniken, und diese Standards werden dann weitergegeben, sodass also in Deutschland eine hervorragende Versorgung ist. Über Kliniken, die viel Patienten gut haben, geht das dann an die Kliniken, die weniger haben, so, und dadurch kriegen wir flächendeckend eine gute Versorgung der Diabetiker hin. Aber eins ist ganz wichtig, und da möchte ich an alle Beteiligten mal so ein bisschen appellieren. Denkt bitte dran, es reicht nicht, den Patienten aus dem Krankenhaus zu entlassen, nach dem Motto, das Teil vom Fuß, was nicht in Ordnung war, das ist jetzt abgeschnitten, jetzt ist alles in Ordnung. Ist es nämlich nicht. Das möchte ich euch heute mal zeigen. Und auch, was man dort machen kann. Also, jetzt kommt der Diabetiker aus dem Krankenhaus und hat meinetwegen den großen Zeh amputiert oder den halben Rückfuß amputiert. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir den Fuß möglichst bald das erste Mal zu sehen bekommen und dann sehen können, welcher Druck ist da unter der Fußsohle. Fangen wir an mit der einfachen Zehenamputation, oder was ja auch gemacht wird, dass ein Mittelfußstrahl herausgenommen wird. Der Druck, der Patient ist nicht leichter geworden. Und der Druck, der sich über die Füße auf dem Boden mitteilt, dieser ist nicht weniger geworden. Er verteilt sich nur auf eine kleinere Fußoberfläche. Sei es, ob es ein halber oder ob nur die große Zehe fehlt. Es müssen die benachbarten Regionen jetzt diesen Druck aufnehmen. So. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass da an der Stelle sofort geschaut wird, ist da denn jetzt noch alles in Ordnung oder muss da noch etwas Weitergehendes gemacht werden? Ich hatte ja in den Teil 2 schon gezeigt, dass wir da diese stärkeren Diabetikerfußbetten machen können. Also das hier ist ja nur so ein Modell, das ist noch nicht mal das ganz Richtige, das wäre nicht passend. Ne? Der Fuß ist nämlich, der wäre 2 Nummern zu klein, weil das Gewebe ist noch viel länger. Aber ich kann es ja damit mal zeigen. So, und hiermit könnten wir jetzt diesen Fuß so, wie er ist, entlasten, aber in dem Moment, wo er kein Großzeh mehr hat, dann muss die Funktion der Großzehe muss ja ersetzt werden. Das machen wir zum Beispiel mit einer im Schuh eingebauten steifen Sohle, dass der Schuh sich so nicht aufbiegen kann. Damit diese Zehen hier nicht anfangen, so zu stehen nachher, dann könnt ihr euch nämlich gleich vorstellen, was passiert mit dem Druck, wenn der Zeh so steht. Ha, der wird hoch, das heißt, dieser Zeh fängt an, am Nagel, da wird ist mehr Hornhaut, und mehr Hornhaut bedeutet noch mehr Druck, und das zieht sich dann hin, und irgendwann fängt das Ganze sich dann zu entzünden an, weil irgendwann eine kleine Fissur, wo also nur die Haut so ganz leicht beeinträchtigt wird, da dringen Bakterien ein und zack haben wir eine Entzündung und zack, na, das ist manchmal ein sehr langsames Zack, aber es kommt, also zack über so 2-3 Monate, es kann aber auch sehr schnell kommen. Führt dann dazu, dass der nächste Zeh operiert wird und der nächste und der nächste und der nächste, dann der halbe Fuß. Und jedes Mal
wird nicht geguckt, was passiert jetzt eigentlich druckmäßig mit den anderen Zehen. So, und dann geht das weiter und weiter und weiter. Und ich habe hier ein Foto. Das ist jetzt wirklich für, das zeigst du nur ganz kurz. So sieht das aus. So sieht ein Fuß aus, der zur Hälfte amputiert wurde. Und jetzt passiert nämlich noch etwas ganz Schlimmes. Das liegt in der Anatomie des Menschen. Wir haben zwei Muskeln. Das ist einmal der kurze Wadenbeinmuskel. Der führt hier hinten rum und setzt hier vorne an dieser Basis an. Und dann haben wir den Schienbeinmuskel, der setzt hier am Kahnbein an. Und diese beiden Muskeln haben normalerweise sind das die Gegenspieler. Nur, wenn jetzt der Vorderfuß bis hierhin amputiert wird, dann wird hier der kurze Wadenbeinmuskel, der wird mit abgenommen. Und ich habe gerade letzte Woche mit einem Chirurgen hier vom Krankenhaus gesprochen, habe gesagt, sag mal, wieso macht ihr den nicht hier ran? Da sagt er, ja, wir haben alte Patienten und diese zusätzliche Muskelverlegung würde bedeuten, dass wir den Patienten noch länger operieren müssen. Das heißt also beim alten Patienten auch eine viel höhere Belastung des ganzen Körpers durch die Narkose und durch die OP. Und dann wäre es so, dass wir da richtig Probleme produzieren und deswegen machen wir es nicht. Das hat also einen natürlichen, logischen Grund. Die wollen erstmal sehen, dass der Patient überhaupt operiert ist, dass erstmal das, was weg muss, abgeschnitten ist. Und das führt dann dazu, dass dieser Fuß hier auf dieser Seite einen enorm starken Muskel hat, der nämlich normalerweise das Fußgewölbe verspannt, und das tut er weiterhin. Und dann passiert Folgendes. Er verspannt weiter das Fußgewölbe und zieht so ganz langsam den Fuß so. Und dabei passiert Folgendes, dass auf der Außenseite dann hier mehr Druck entsteht. Hier unter dem sogenannten Würfelbein. Dazu kommt auch der Gegenzug der langen Zehenstrecker, die hier vorne ansetzen und hier vorne die Zehen gerade machen. Wenn ihr den krumm habt, macht den Zehenstrecker wieder gerade. Und diese langen Zehenstrecker sind ja auch nicht mehr da. Das heißt, der Gegenspieler zur Achillessehne, zu der ganzen Kraft, den ganzen Muskeln, die hier hinten an der Achillessehne ansetzen, der ist auch nicht mehr da. Das heißt also, die Achillessehne zieht jetzt auch in diese Richtung. So, und das übertreibt es jetzt ein bisschen, aber ihr könnt es sehen, was passiert, wenn jemand nicht versorgt wird. Das könnt ihr euch an diesem Fuß vorstellen. Wie ihr so einigermaßen sehen könnt, ist dieser Fuß in einer sogenannten Spitzklumpfußstellung, obwohl der Vorderteil vom Fuß fehlt oder weil der Vorderteil vom Fuß fehlt. Und ihr seht hier, dieses, was wir hier aufgebracht haben, das war leider notwendig, weil diese Kundin in dem Fall kam etwas spät, die hätten wir früher, hätten wir sie noch korrigieren können. Aber wenn das Ganze erstmal versteift ist in den Gelenken, dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir nämlich den Fuß nicht mehr bei der Versorgung hochgedrückt, dass er in einer normalen Haltung ist, sondern er ist so und wir kriegen ihn nicht wieder zurück. So, und dann haben wir ein richtiges Problem. Je früher wir also so jemanden haben, und die Dame von dem Foto, die kam sehr früh, die Ärztin extra angerufen und gesagt, hier, ich habe hier, ja, guckt euch das mal an. Und das war super, so soll es sein. Und diese Versorgung, die wird dann einfacher sein, weil wir dort den Fuß noch so halten können. Denn in dem Moment, wo der Fuß nach unten weg kann, dann tut das. So, und dann werden die Probleme größer, weil der Fuß immer weiter in diese Spitzklumpfausstellung geht, immer mehr Druck hier auf das Würfelbein kommt und dann kommt hier irgendwann mal eine offene Stelle und dann kommt die nächste OP. Und die wollen wir vermeiden. Wir wollen immer die nächste OP möglichst vermeiden, möglichst lange hinauszögern, denn das können wir mit unserer handwerklichen Kunst ein wenig erreichen, aber es geht nur in der Zusammenarbeit zwischen Arzt, Patient uns und da müssen wir alle vertrauensvoll miteinander reden und dann das Beste für den Patienten herausfinden. Sehr schwieriges Thema, ich weiß, aber ihr merkt vielleicht, wie sehr mir das am Herzen liegt, dass ich so ein Video mache. Es geht hier nämlich um Menschen.
Und das ist mir wichtig, dass wir denen helfen. Also, nichts für ungut, schwieriges Thema, ich weiß, aber bitte, ihr wisst, warum ich das tue. Danke.